Hallo, meine entspannt machenden Gurkenspezialisten und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschigen Röntgen hier bei Dave the Diver. Ich habe mir heute schon mal die Bömmchen geholt, werde jetzt auch mal hier ein bisschen was vertiguren. Und genau, wir brauchen ja noch ein paar Sachen, um unsere Waffe weiter aufzuwerten. Ne? Für unsere Netzkanone hatten wir gesagt, brauchen wir noch zweimal Seil. Jetzt ist halt die Frage, machen wir das jetzt mit der zweiten Vorrichtung, aber da könnte ein Bosskampf sein, was interessant wäre. Oder aber wir werden uns jetzt nochmal um eine Runde Swimmy-Bimmy machen. Weißt du was? Ich riskiere das einfach mal. Ich würde gerne das trotzdem riskieren, genau. Wir bleiben beim Betäubungsgewehr. Das machen wir auf jeden Fall. So, wir haben früher Morgen, denk dran, nachmittags müssen wir zur Sushi-Bar gehen. Weil da haben wir dann unseren Verkäufer für spezielle Ware. Der nicht schlecht. So, jetzt haben wir mal ein paar Karötchen. Reis brauchen wir noch. Die Frage ist, bauen wir jetzt nochmal irgendwas an oder... Was bauen wir denn noch an? Shabby Mobby. Allererstes kannst du ja hier erstmal wieder alles aufkaufen. Kirschtomaten brauchen wir noch, ne? Die sollten wir mal sammeln, einbabben. Ach komm hier. Wir haben so viel Geld gerade, das sollten wir jetzt auch machen. Ich würde dann sagen, machen wir 7 Kirschtomaten. Aber wisst ihr, wir hätten nur die gereicht, weil ich habe nicht gesehen, dass ja noch einer nicht fertig ist. Na egal. Machen wir jetzt noch mal ein paar Kirschtomaten, die wir jetzt dann aussehen. Und dann hüpfen wir schnell nochmal rüber. Zu unseren Fischkiss. Und dann würde ich sagen, wir gehen heute wieder runter da. Ich würde gerne nochmal gucken, ob wir da nochmal ein paar von den Tierchen kriegen. Wow. Das ist mal an. Was ist auch noch? Blauflosse. So, schick mir mal rüber. Heil, oh, guck mal, überall haben wir was. Oh, ich dachte gerade, der bin ich und warum rennt der nicht? So, was haben wir hier? Haben wir ein paar Haie. Das ist denn hier der Dings. Ne? Alle rüber. Damit wir hier ein bisschen Platz schaffen. Wir haben ja auch alles schon ausgebaut. Ne? Also hier ist ja auch nichts mehr, was noch weg... was hier bleibt sozusagen. So. Ich glaube, wir können ja auch nichts mehr ausbauen, ne? Das ist erstmal Max, bis wir die nächsten Flächen erreicht haben. Genau, von dem Nawal da. Deswegen müssen wir die mit der Dingskanone fangen. Gespensterfisch? Achso, ja. Ja, Nachtfischen. Was haben wir hier noch so Feines? Dann kriegen wir die noch mit weg. Passt, wackelt und hart lüft. So, also, ich bin nochmal trotzdem kurz oder Sushi rübergehen. Ich weiß mich nicht, war es am Nachmittag oder war es am Vormittag? Am Nachmittag. Aber hier, meine Süßen. Und wir hüpfen jetzt auf zum Bödelödel und machen dann los, ne? Nee, warte. Wir wollen in die Gletscherpassage. Hier habe ich jetzt aber auch nichts mehr weiter, ne? Ich habe im iDiver, bin ich ready, oder? Geht das mal an? Ich bin damit ready. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich viel, was ich noch machen kann, ne? Wir haben 41.000 und auf geht's in den Gletscher. Ja, ich will lieber ein bisschen nochmal da gucken, dass wir da ein paar Fische herkriegen. Und da noch ein bisschen vorankommen. Und jetzt können wir dann auch nochmal, dass wir dann hier all das dann sammeln. Aber ich will jetzt erstmal gerne die Großen dann noch, den Nawal und den Dings sammeln. Und dann könnte man irgendwann andermal nochmal hier runterhüpfen. Und dann nochmal die restlichen Tauchaktionen machen. Guck mal, da ist er nämlich. So, und dann schicken wir den nämlich. Den schicken wir nämlich jetzt schön hoch. So, dann haben wir den nämlich already. Jetzt gucken wir mal den nächsten, wo der nächste große noch ist. Geiler wäre es ja, wenn du noch unterwegs noch ein Dings findest, ne?
guck mal hier, den kannst du nehmen, weil dann kannst du den hier reinpacken. Und packst den rein und hast gleich einen Köder. Klang, Seesterne. So, jetzt müssten wir noch mal gucken. Ich will erstmal hier alles abschwimmen. War da nicht was? Nee, war da nichts. Ich will jetzt erstmal alles abschwimmen, damit wir vielleicht die bessere Waffe dann nachher noch, die großen Dinger dann haben. Und dann vielleicht schon mal noch mal eine bessere Waffe bekommen. Also hier unseren Aufsatz. Flammenharpunenspitze mit 11 Schadenspoints. Das ist schon mal gut. Nee, ich brauche so einen kleinen. Ich würde gucken, dass wir heute vielleicht... Okay. Für was soll der jetzt sein? Ich will, dass wir uns doch gucken, dass wir hier auch nochmal eine Falle setzen. Dazu brauchen wir aber erst hier so einen kleinen... Von den kleinen Fischen, weil wir nämlich die drei Sterne dann haben. Da sind die... Oh no. War das so tief im Gletscherbereich? War das ein Grönlandwal? Er sieht ziemlich einzigartig aus. Wow. Ich glaube, das sind diese beweglichen Zähne, ne, die sie da haben. Oh, das ist ja herrlich. Schön herumgeschwommen. Ist ja cool. Auch einfach mal nur so. Also das scheint jetzt keine weitere Bedeutung zu haben, ne? Hol mal schneller um die Krabbenreuse. Wir holen mal schnell die Krabbenreuse. Und wenn wir heute nicht halt runtergehen, dann gehen wir heute nicht runter, ne? Also ich bin, ihr wisst ja mittlerweile, ich gehe das ganze Ding ganz locker und flockig an. Hab damit ja keine Probleme, wenn wir uns auch mehr Zeit nehmen. Dann dauert das Let's Play halt länger als ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, witzigerweise, das hatten früher mal andere YouTuber ja gesagt, weil ich auch gerne selber YouTuber gucke, ein Let's Play herausstrecken. Wobei ich aber sagen muss, je länger ein Let's Play geht, desto weniger Aufrufe hast du am Ende. Denn du hast viele, die einfach ab einer bestimmten Zeit nicht mehr gucken, ne? Ist einfach so. Ab einer bestimmten Zeit gucken die anderen nicht mehr. Und dadurch lohnt sich es eigentlich, ein Let's Play in die Länge zu strecken? Gar nicht. Es ist eher sinnvoll, kurze Let's Plays zu machen, wo ich dann aber wiederum sage, mir gefällt das eher so. Also ich bleibe bei den langeren Let's Plays, weil so habe ich auch nur die Zuschauer, die das gucken wollen. Das andere interessiert mich ganz ehrlich gesagt nicht. Also da bin ich ehrlich. Kann ich euch hier so ein Ding anbieten? Warte mal, pass mal auf, ich pack euch mal hier hin. Kuckuck. Hallo. Naja, okay. Der ist fail, meine Damen und Herren. Der ist fail, weil ich eigentlich wollte, dass der in die andere Richtung schwimmt. So, pass mal auf, ich schwimmt jetzt in die Richtung. Kusch dich. Kusch dich. Schwimm. Schwimm. Schwimmt. Moment. Nee, 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 nee. Hier bin ich. Ja, die kannst du nicht so gut steuern. Ach, egal. Wir haben es. Ist versaubeutelt. Ist dann wirklich eher für Marlin, Lachs und Segelfisch zum Bleistift geeignet. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich hole nur die großen. Die drei großen. Und dann verdünnisieren wir uns dort rein und gucken mal, dass wir da ein bisschen weiter vorankommen. Hier unten ist ja dann die nächste Ebene. Da müssen wir ja auch schon bestimmt wieder irgendwas bauen, das uns dann nämlich nicht zu heiß wird oder sowas. Oh, Seitenkleister. Weißt du was, dann nehme ich dich mal mit heute. Du gehst nach oben. Herzlich willkommen, my friend. Hm.
Wobei ich glaube, den hätte mit den Dings auch fangen können. Aber egal. Warte mal. Ja, ja. Komm mal her. Ich will mal was probieren. Ha! Geniale Kiste. Guck mal. Flapp. Genau das meint er. Also die gehen. Der geht nicht. Nee, wir bleiben trotzdem bei dem Gewehr. Das Gewehr ist ja trotzdem nicht schlecht. Ah ja, auseinandernehmen. Danke. Habt ihr recht, ich muss die Dinger auseinandernehmen. Ah ja, stimmt, da war was. Das war der hier, ne? Ich brauche noch so ein... Ah, da oben ist was Kleineres. Ich brauche so einen kleinen für die Falle. Ich will die Fallen auch noch alle legen. Das nehme ich auf jeden Fall hier schon mal mit. Also wenn ich die Fallen habe... warte mal, hier war doch gerade eben noch so ein kleiner, oder? Hä? Hier war doch gerade noch so eine... Garnele. Wo sind denn die ganzen Garnelen hin? Oh, warte mal, ich krieg einen Anruf. Gleich wieder da. So, dann wollen wir mal weitermachen. Also, wir brauchen immer noch was schöne Kleines. Damit wir da unten in die Falle legen können. Bevor wir uns da hinten dann rauf machen, dass wir da runterschwimmen. Ich weiß auch nicht, ob wir heute das Event machen. Das müssen wir mal gucken, wie gesagt. Achso, ich glaube, ich habe den da gesehen, ne? Du bist ein normaler Fisch, ja, ja. Ayemene, ayemene, ayemene. Ah, schwarzer Pfeffer. Wo bin ich nur was Kleinet hier? Woher haben wir denn hier noch was Kleinet? Hier ist auch dämlich, dass das Ding immer nach hinten runterfällt. Ja, wir müssen eh nochmal in die Richtung lang. Von daher passt das. Ich brauche jetzt irgendeinen Dreier. Diese Dinger sind halt immer ganz gut, weil die halt so drei Sterne abgeben und dadurch kannst du dann auch Jutet in der Reuse packen. Aber dazu muss jetzt mal passen, denn die Reuse kommen. Dabei konntest du auch hoch. Ja, Thema, also wie gesagt, wir ziehen hier auf jeden Fall durch. Das ist für mich mal ganz angenehm. Ich mag gar nicht abkürzen oder sowas, DLPs oder schnell durch oder Story nur durch. Also wenn wir hier Let's Plays machen, irgendwelche Games, bereitet euch darauf vor, das wird bis zum Ende alles durchgezogen. Ja? Also da wird nichts, ich werde hier nie irgendwie großartig wirklich abkürzen. Selbst wenn es gerade so, wo ich ein bisschen festhänge wie bei SnowRunner, wo ich mir sage, Alter, ja stimmt, hier sollte ich ja rein, wa? Aber weißt du was, komm, wir gehen hier rein. Es muss irgendwo da drin einen zweiten Schalter geben. Ich sage, Strömung blockiert den Zugang. Was soll ich tun? Ah, süß! Na du? Wie geht's dir? Oh, der Beluga. Was tust du hier? Es ist gefährlich hier. Geh zurück. Hä? Voll so reingekickt. Was? Du willst, dass ich auf deinen Rücken reite? Der Beluga kann gegen die Strömung schwimmen. Oh Mann, ob das gut geht? Das wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Ich würde weiter versetzt, trotzdem. Vielleicht sollte ich mich hier festhalten. Ups, warte. Ich hatte eigentlich noch nicht gesagt. In dieser Höhle kannst du dich mit dem Beluga wegen drücke, um Hindernissen aus dem Weg zu zerstören. Ah. Ah, okay. Das geht aber nicht. Gut, 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 gut. Wir müssen also hier... Aber du kannst auch die Quallen zerstören. Ob du den da zerstören kannst? Flamm, Flamm, was bist du? Kann ich dich fressen? Ah, du bist zum Heilen. Okay. Das ist geil. Dave, der Wahlreiter. Wow. Ihr seid ja mies. Wow! Spooky Blodinskis, die hier überall hinspucken, finde ich jetzt aber nicht fair.
Was für Minispiele? Ey, du bist ein bisschen an Mario. Finde ich toll. Ja, Mario habe ich früher gerne gespielt. Ich kann sagen, okay, pass mal auf. Der wird gleich wachsen. Das ist wieder so typisch. Der wächst auch gleich. Ey, was bist du? Wow! Schattenquallen oder was? Hilfe! Schattenquallen! Ey, das macht so Laune. Ich bin jetzt wieder schon wieder wahnsinnig toll. Au. Das ist doch gemein! Das sieht man doch gar nicht. Okay, das war jetzt nicht so gut und jetzt müssen wir aufpassen. Oh, warte mal, den nehme ich mal mit. Also die Dinger kannst du halt nicht zerstören, wie ich es gedacht habe. Bam, 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 bam. Nein, ich wusste es, verdammt. Das ist eine Quallenmama. Ich hätte die Waffe doch wechseln sollen. Phantom Jellyfish. SpongeBob wäre neidisch. Aber sowas von. Nein, wir sind nicht gekommen, um kleine Fische zu jagen. Die sieht ganz oft aus. Ich muss sie erst mal beruhigen. In diesem Zustand kann ich keine Waffe benutzen. Okay. Okay. Boom. Ey, das ist so gemein. So gemein. Wow! Ja, na klar! Yes! Aber ging jetzt eigentlich. Wisst ihr, wir wollten eigentlich gar nicht. Wir wollten nur da durch. Oh, Schibbikleid. Glückspilz. Sie ist weg. Oh, guck mal da. Die Tür ist offen. Schwimmen wir hindurch. Nein, wir holen uns erstmal das da. Ein Schirmquallengiftsack und eine Fleisch einer Schirmqualle. Rank 99. So. Dann schwimmen wir mal durch. Das muss der Schalter sein. Soll ich ihn aktivieren? Na klar aktivieren wir den. Also dafür sind wir ja jetzt hergekommen, ne? So, und das heißt ja jetzt im Endeffekt, dass das Ding aktiviert ist. Damit haben wir schon den nächsten Ne, warte mal, da ist noch gar nichts aktiviert. Bewegt sich das hier alles? Ich muss, glaube ich, das erstmal noch einordnen hier, wa? Oder macht er jetzt das nächste Ding auf? Hier ist das nächste. Und nur noch ein Schalter. So, nur gucken, wo wir den finden noch, ne? Wir wollen noch schauen, wo wir den letzten Schalter dann finden. Aber das können wir dann machen. Ich hatte draußen große Maschinenarbeiten. Ah, jetzt schwimmen wir mal zurück. Da drüben hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie noch draußen. Kommst du mit, mein Kleiner? Ich konnte dank deiner Hilfe hierher kommen. Na dann halt so. Sehr schön. Gut, aber, also ihr habt jetzt Glück im Unglück, also sprich, wir haben die Waffe jetzt zwar nicht beigehabt, aber war jetzt auch wiederum nicht so schlimm. Ich viel weniger Hütze als vorher. Vielleicht kann ich jetzt nach unten. Ey, ist ja cool. Da könnten wir doch dann ein bisschen runterhüpfen. Ja, ich habe immer noch nicht die Falle gelegt, aber wisst ihr was, das ist mir gerade ein bisschen laxi-baxi. Ich will eher da unten weiter gucken. Simba-dimba-di-da-du-da-i-la-bludel-mai.
Wir schwimmen jetzt nach unten. Haben Spaß ohne Ende. Ach ja. Ah ja, mein neuer Schreibtisch jetzt da, ne? Also ist schon noch alles aufgebaut, der erste Teil. Dann baue ich jetzt mal den Schreibtisch meiner Frau auf. Und dann können wir halt demnächst mal gucken, ob wir vielleicht dann doch bald Aufnahmen mit Kamera vielleicht nochmal machen. Müssen wir mal gucken. Ich muss mir aber erstmal dann noch eine ordentliche Kamera besorgen. Weil dann muss ich noch gucken, wie ich das mit dem Hintergrundbild dann noch mache. Da werde ich mir aber auch noch was besorgen. Und ja, da schaue ich mal. Da schaue ich mal. Warte mal. Hä? Da geht's nicht weiter, ne? Wir müssen weiter nach links und noch weiter unten. Wenn wir jetzt nicht so viel mitnehmen, ist egal. Wir haben für den Wettkampf haben wir alles da. Ich bin jetzt eher so ein bisschen auf Erkundung. Ich will ja ein bisschen Story auch wieder erleben. War jetzt zwar eher durch Zufall, aber erst wenn wir jetzt das eh schon gesehen haben, will ich gerne wissen. Jetzt hat er wieder Erkundungsdrang in mir. Und demnächst müssen wir wirklich mal mit der Netzkanone her, flop, 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 alles einsammeln. Aber wir brauchen noch Seile. Also müssen wir uns auf jeden Fall noch Seile besorgen. Oh, guck mal. Heute Gewimpung. Sind das uralte Kreaturen? Sie müssen aus dem schmelzenden Gletscher Eis freigesetzt worden sein. Ich frage mich, ob Banshee seine Schippe brauchen kann. Ich werde ihm ein paar Kostproben bringen, wenn ich welche fange. Guck mal, wie die da vielen siehst. Und da packen wir den nämlich auch gleich rein. In 3 Jahren bin ich ja mal gespannt, was der noch bringt. Was ist das hier? Biberklee. Irgendwas schwimmt da. Was bist du denn? Okay. Ja, wie cool. Ach so. D-A-D. Ja, ich muss den jetzt ja eh so sammeln, weil anders geht's ja gerade nicht. Fleisch eines Senacanthus. Das sieht aus wie so ein chinesischer. Wow. Okay, warte mal. Der hat irgendwie. Der ist gemein. Ich kann dem nichts tun gerade, weil der hat. Der ist. Da muss ich ihn erwischen. Ja, jetzt hat er einen Doppel-Move gemacht. Ey, meiner. Ich sag mal. Nee. Nicht, wenn ich gerade was fange. Scheibenkleister. Sag mal. Nein. Wir müssen noch eine Vorrichtung drehen, um sich zu erfüllen. Was hat denn dieser Mist? Ich sollte noch eine Höhle suchen, in der der dritte Schalter sein könnte. Au! Ja, den hab. Das war jetzt gemein. Was soll denn das? So. Jetzt haben wir. Oh. Jesus Maria. Ist das ein übles Vieh? Leiche eines dunkles Toys. Damen und Herren. Der war übel. Dafür kriegen wir den nochmal da rein. Die müssen wir nochmal mit der anderen Waffe fangen. Oh, hier ist noch alles so dunkel, also wie dunkle Magie so ein bisschen, ne? Warte mal, nee, den, danke dir. Mal wieder ein bisschen Luft holen. Na, Seile haben wir leider noch oben. Ich überlege, ob wir dann noch ein bisschen hochschwimmen, weil wir dann lieber den Tag heute ausnutzen. Wir haben ja schon was gehabt. Dass wir dann hochschwimmen und da oben dann nochmal ein bisschen was machen. Was soll ich meine? Als, dass wir die Seile zum Beispiel nochmal besorgen. Wäre doch ein bisschen sinnvoller, glaube ich. Dolorcaris Ignis. Okay, das sieht aus wie bei Pokémon, wenn du dich für den Kaputo-Ding da entscheidest. Oder wie der Ding da heißt. Ah, Mist, da wäre was gewesen. Ach, Scheibenkleister. Egal. Ja, egal. Okay, der Feuerding ist ja eigentlich geiler, aber ich nehme dann noch lieber das mit. 5 Fragmente noch. Was sind das für kaukopfartige Wesen? Sind das auch eine alte Spezies? Was für ein liebster Kopf. Was für eine Gelegenheit. Ich sollte ein Foto von ihm machen, solange ich kann.
Ah, von 4 Kreaturen auf einmal. Ach, wenn alle 4 davon drauf sind. Okay, gut. Okay, der eine schwimmt so ein bisschen hinten dran immer. Müssen wir mal kurz gucken, ob da irgendwann so ein Ding ist, wo die dann halt zusammen sich treffen. Eigentlich war das ja hier ganz kurz ein Moment, wo die dann... hinten ist einer raufgetaucht, genau. Der 4. ist dann da hinten so ein bisschen raufgetaucht, ne? Jetzt hast du ja die 3. Hä? Kamerafokus war nicht da. Ach, lecko mio. Nicht so leicht. Müssen wir kurz mal abwarten. Ey, der ist doch mit drauf. Guck doch mal da hinten. Da ist er. Ah. Google. Funktioniert also nicht ganz so. Gut, das Einzige, was noch funktionieren könnte, wäre das hier. Ja! So, machen wir das so rum. So, guck mal, da ist irgendwas sehr Heißes. Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Was ist das? Rubin. Nicht schlecht. Rubin-Seedrache. So, da hinten haben wir auch das Ding noch gesammelt. Ah, das ist herrlich. Ja, ich weiß, die müssen wir auch noch alle fangen, aber... Jetzt sollten wir dann auch einfach mal alle fangen. Jetzt sieht auch so aus, also ich weiß nicht, ob ich sowas essen wollen würde. Eine Picard, ja. Hört sich irgendwie... Naja, egal. So, du bist... Du bist meiner. Lalalalalalalala. Sehr gut. Queen Mendus. Dieser eine Fisch, den wir jetzt am Ende gekriegt haben, ist halt nicht so ein bisschen an so einen chinesischen Mythologie, Alter. Also aus so einer chinesischen Sage so ein bisschen. War aber auch ein heftiger Kampf. War ein heftiger Kampf. Gegen den, jetzt, da war ja schlimmer als gegen die Quallenmutter. Ja, dann nehmen wir das hier oben noch mit. Dolocaris Ignis, Dolorahiron, Topomia, Katalepsis. Okay. Ja. Ja, manchmal brabbelt es so ein bisschen vor mir hin. Also das ist ja, kennt er ja bei mir schon. Das ist nur die Frage. Ich glaube, hier hinten wäre dann der nächste Eingang wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass hier hinten irgendwie der nächste Bereich ist. Oh, guck mal, hier hätten wir einen Spiegel. Wir könnten doch erstmal hochgehen. Spitzhacke brauche ich jetzt nicht. Hier hinten war noch was, ne? Genau, hier kamen wir immer nicht runter. Ja, ich weiß, ihr sagt, wir gehen noch runter. Aber machen wir noch, ganz ruhig. Werden wir noch alles machen. So, den nehmen wir auch wieder mit. Guck mal, wir haben trotzdem schon 109 Sachen dabei. Ja, guck mal, was da ist. Nee, machen wir mit. Das sehen wir uns auf. Das sehen wir uns auf. Wir sind jetzt auch schon bei 29 Minuten und ich will mit euch noch kurz Seile besorgen, damit wir diese Netzkanone kriegen. Netzkanone. Ich habe eher Bock, jetzt noch eine Netzkanone zu besorgen. Seevolk. Zum Seevolk, dann rausschwimmen, nach oben schwimmen, Seile. Ganz wichtig, Seile, Seile, Seile und nochmal Seile. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Nee, nee, nee. Ah ja, weißt du was? Doch, das könnte man machen. Könnten die Feldfrüchte ernten. Ich will jetzt nicht zu viel. Ich will die Seile ernten. Ich habe so ein bisschen meinen Fokus gerade auf die Seile mit der Waffe. Ich will die Netzkanone weiter ausbauen und gucken, wie weit die funktioniert. Gut, das können wir auch machen. Zigarrenei habe ich ja schon. Aquamarin.
Eins von drei. Achso. Wir haben sechs gehabt, sozusagen. Vier haben wir jetzt noch. Gut, haben wir auch erledigt und mal wieder ein bisschen bye-bye gekommen. Puh. Was bringt uns eigentlich dieser Beluga? Ist jetzt die Frage. wo ist sie hin? Wo ist passiert, Mumu? Ah, die Babysäcke, sie ist plötzlich verschwunden. Das ist ein großes Problem. Auf die Mutter der Sekus besorgt, die Sache geht aus der Kontrolle. Irgendwelche Ideen? Vielleicht hat er sie den Beluga gesehen und ist in den Gletscherbereich geschwommen. Da gibt es einen etwas wächtig aussehenden Ort. Ich werde ihn mir mal ansehen. Oh, danke Mensch, ich werde warten. Ich werde warten. Wenn du dir auch so denkst, ja klar, dann warte mal. So, das mal auf mitgenommen. Angebaut und So, fertig. Gute, meine Damen und Herren, wir wischen weiter, werden wir erstmal weiter huschen. Sag mal, möchtest du auf den Beluga reiten? Ja, ich würde gerne mal auf den Beluga reiten. Hey. Aber wo können wir jetzt hinreiten, ist die Frage. Geile Kiste. Kann ich mit dem auch wieder hochschwimmen? Das wäre gut. Ich brauche nämlich nur Seile. Kann ich den mitnehmen, bitte? Ich glaube aber nicht. Wir werden uns gleich jetzt runterschmeißen, dann war es das. Ich sag's ja. Wir haben es einfach runtergeschmissen. Oh, nee, bitte nicht. Das war ja so klar. Ich will eigentlich nur hochschwimmen, ne? Alles andere ist mir recht schmarrn. Weil wir wollen ja noch Seile holen. Das war jetzt unsere Vorarbeit, die wir jetzt... das ist jetzt gerade richtig geil, dass wir die gefunden haben. Ich weiß, wir können mehr fangen, als das, was wir jetzt haben, aber wir können ja erstmal das mitnehmen, was wir jetzt kriegen. Weil Stufe 3 heißt, gibt mehr raus, ne? Brauche ich nicht mehr, mein Messer reicht für sowas. Guck dir das mal an. Zack, zack, zack. So, ich will eigentlich noch die Seile haben. Ey, das Coole ist, wir könnten jetzt auch die ganzen Quallen hier nochmal sammeln, ne? Au. Meine, warte mal, da ist was. Ich habe was gesehen. Ha! Coole Kiste. Godzilla Junior, ist das süß. Stimmt, und hier kamen wir ja weiter raus. Ne? Und da ist auch nochmal eine... Es hat sich gleich mehrfach einfach gelohnt, Leute. Es hat sich einfach gleich mehrfach gelohnt. Godzilla von 1994. Was haben wir hier? Oh. Plupp, meiner. Au. Okay, ist ja gut. Der hat jetzt wieder mal nichts gebracht. Au. Sag mal. Jetzt ist wieder dieses doofe Ding. Ah, ne, okay, er fängt den so trotzdem. Verdammt. Ich dachte, der funktioniert, aber ne. Bleib mal da. Bleib mal da. Du bist völlig uninteressant. War das nicht rechts hochschwimmen? Rechts hochschwimmen? Aua, oh, meine Niere. Ja, ich habe gerade ein Nierenproblem ein bisschen. Und, ja.
da ein bisschen Schmerzen in der Niere. War jetzt auch schon beim Arzt. Bin jetzt erstmal hier rausgenommen, weil ich habe scheinbar, ich hatte ja zwischendurch immer was gehabt und habe das aber immer nur weiter geschleppt, weil ich dann einfach nachher, ja, ich gehe trotzdem arbeiten, bla 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 bla. Ja, Problem ist nur, am Ende habe ich das so weit jetzt verschleppt, dass das eigentlich nicht gut war. Und jetzt, ja, muss ich das länger auskurieren als gedacht. Aber das ist mir jetzt auch diesmal egal, weil diesmal mache ich das, weil ich es nicht mehr einsehe, das noch kürzer zu machen. Das ist für mich auf jeden Fall Fakt. So. Ich will eigentlich nur wegen den Seilen noch hoch. Mussten wir da lang? Ich glaube ja. Aua. Einziger Nachteil bei diesem Messer ist, es ist zu kurz. Warte mal. Scheibenkleister. Ich habe keinen Dings mehr. Ich würde gerne mal die Qualle versuchen zu bekommen, aber ich habe keine Munition mehr. Ach, Lago mio. Mir fehlt Munition. Jetzt hätte ich gerne mal versucht, die Qualle da zu bekommen. Die da. Außer, dass ich jetzt kaputt machen kann, geht da jetzt mal gerade gar nichts. Leider Marmelade. So. Ja. Ab. Ab. Ja, hier kommt so. Aua. Das war jetzt nicht so das Ding, was ich wollte. Lass mich hier. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Munition. Wollte euch jetzt nämlich nicht kaputt machen. Eigentlich. Oh Mann. Nee, ich will eigentlich gerade gar nicht so richtig. Außer nach oben. Einfach nur nach oben. Aber ich glaube, hier war rechtzeitig schwimmen, ne? Genau. Oh. Da habe ich was. Nee, nee, nee. Der war nett. Ich würde nämlich gerne versuchen, diese Bombenqualle mal zu bekommen. Das wäre noch ein interessantes Ding. Wenn wir die bekommen könnten, wäre das schon cool. So, pass mal auf, wir können jetzt den mal hier kurz nutzen. Um ein bisschen schneller zu schwimmen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Bombenqualle, ich habe doch hier gerade noch eine gesehen. Genau. Pass mal auf, jetzt will ich mal was wissen. Hey, ist das genial! Hahaha! Ey, komm, das ist doch genial! Wir haben jetzt die Bombenqualle bekommen. So muss das. So muss das. Okay, jetzt haben wir mal das bekommen. Alles gut. Jetzt sollten wir mal gucken, dass wir uns aber mit unseren Hintern ein bisschen nach oben bewegen. Ich liebe das, diese Dinger einzusammeln, ne? Die sind eigentlich so genial einzusammeln. Bam! Klar, man könnte die besser dann sammeln, weil man die dann auch zusammenkriegt. Aber hey! Ist hier nicht auch wieder höher? So, jetzt haben wir ein bisschen was eingesammelt, jetzt geht's hoch. Uah. Sim, tschüss! Ich suche jetzt aber eher den. Autsch. Seile. Seile, Seile, gut Ding, Weile. Na gut, wenn wir keine Seile kriegen werden, das ist jetzt auch nicht schlimm, aber ja, doch, ist schlimm. Jetzt will ich aber noch was anderes machen. Warte mal, wo seid ihr denn jetzt hin auf einmal? Ihr seid das doch, ne? Bam! Seid ihr das nicht? Genau, große Augen, Holzmakrele, ne? Euch brauche ich doch. Euch brauche ich doch. Da kannst du eigentlich mal mitnehmen. Da hast du das auch gleich. Nämlich, ey, wir haben schon wieder zu viel Zeug bei uns.
Nee, den Hammerhai brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich würde eher noch mal gerne ein bisschen Munition sammeln. Hier hinten war doch irgendwo Munition gewesen. Und dann gucken wir mal, was wir noch kriegen. Ah, guck mal, da sind doch noch mal zwei. Die würde ich gerne nämlich auch noch mal nehmen. Weil da weiß ich ja, so, meine. Über die nämlich brauchen. Oder wir lassen den jetzt. Schwimmen wir jetzt zu hoch, weil wenn wir jetzt noch mal einen fangen, sind wir zu schwer. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir Seile finden. Ich würde gerne nämlich die Waffe heute noch bauen lassen, so als schönen Abschluss dann. Zwei Seile sind noch wichtig. Aber Seile, glaube ich, kriege ich mehr im oberen Bereich, ne? Nee. Nicht Snap Snap. Oh, nee, bitte nicht. Nee, du bleib da. Du hast mich nicht gesehen. Nee. Ich weiß jetzt nicht so viel, was wir mitnehmen können, aber ich würde bitte erstmal Seile. Wo finden wir Seile? Das ist erstmal das Problem, dass wir Seile finden müssen. Alles denn, jetzt sind wir schon zu schwer. Jetzt sind wir schon zu schwer. Na, toller Wurscht. Weil ich gerne mal testen wollen würde. Nee, also die gehen aber nicht. Ich glaube, da brauchen wir nämlich die nächste Stufe. Ah, ist auch wieder nicht das, was wir brauchen. Berger weiter oben. Warte mal, ich kann ja mal den da rausschmeißen. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen Bidila unterwegs. Nee, du, lass mal. Oh, no. Au! I hate you. Ich brauche nur noch das Seil und dich dann. Und dann mache ich Pertonisierowski. Au. Du Säckel, ey. Boah. Was für ein gemeiner Typ. So, wir haben die beiden Seile. Wir sind voll aufgeladen. Wir haben also richtig gut, was ihr macht. Cut. Out. Out vorbei. Out und vorbei, meine Damen und Herren. Out und vorbei. Ja, auf zurück zum Boot. Wir werden jetzt da nochmal das Ding nämlich jetzt fertig machen. Und alles Weitere werden wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich angehen. So, wir haben jetzt nochmal den. Ja, den kannst du behalten. 602 Meter Tiefe. Wupp. Eine Menge Sachen gesammelt. Eine Schneekrabbe und ein Fleisch eines Narwal. Warte mal, wie ist denn das? 14 von denen. Warte mal, ich habe doch Netzdinger gemacht, ne? Guck mal, da kriegst du 6 raus dann von denen. Da kriegst du 6 Dinger raus von denen, wenn du den so fängst. Das wusste ich nicht. Ist schon krass. Oder hier auch. 5 von denen. Geile Sache. Wow, du hast ein Foto von mir etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Wow, was sind diese Kaulquappen? Ich glaube, ich habe schon mal ein Foto von ihnen in einem Buch gesehen. Jetzt erinnere ich mich. Arandaspis. Wow, wie hast du dieses Foto gemacht? Worum Himmels Willen konntest du so ein Foto machen? Unsere Lehrer werden danken. Wir benutzen gefälschte Bilder. Ah, wenn, dann ist es deine Schuld, Dave. Ich mache einen Spaß. Ich werde dein Foto an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Und ich bin heute nicht schnell unterwegs. Es gibt hier mehrere Fotopunkte. Also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Superb. Erledigt. Das Gute ist, jetzt in der nächsten Folge können wir nachmittags zu uns gehen, da was kaufen. Aber als allererstes, meine Damen und Herren, werden wir jetzt die Netzkanone Stufe 2. Guck mal, wir haben jetzt ja da... Das Standardding hat 5 und 3, 5 und 4. Wird die Waffe in dem aufgelösten Material verschwinden? Ja. Superb. New Weapon, mittlere Netzkanone. Und jetzt... Ziele sind noch, sind von hochwertiger Klasse, Da ist nur ein Magazin, was erhöht. Wir müssen wieder Seile sammeln, ne?
wieder Seile sammeln. Wir brauchen Seile, meine Damen und Herren. Aber das gucken wir dann. Für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi so was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann geht es erstmal kurz rüber zu unserer Bude, weil da ist der Dude, der uns die Sachen verkaufen kann. Vielleicht kriegen wir da auch ein paar Seile. Dann kaufen wir die ein. Und dann geht es in der nächsten Folge wieder einfach nur ein bisschen runter. Nochmal alles Materialien sammeln, Seile sammeln, etc. pp. Und dann nehmen wir da dann die Netzkanone schon mit, weil wir dann auch dann die anderen Fische alle auf der hochwertigen Niveau schon mal fangen. Dass wir alles schon mal reinpacken, fertig machen, Deckel drauf und auf Wiedersehen. So in dem Dreh werden wir das dann handhaben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wie ihr die Folge angeschaut habt. Und alles hat eigentlich gut bis dahin. Tschüss.